Hallo Leute, hier bin ich wieder zu einem erneuten Commentary und ja, das heutige Thema ist Frustzocken, denn ich hatte einen ziemlich schlechten Tag, der war ja sehr schlecht, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen seit dem neuen Jahr, also seit 2012 war das der schlechteste Tag bis jetzt, also wirklich schlimmer kann es gar nicht mehr gehen, ich will auch nicht näher darauf eingehen, denn ich bin nicht auf YouTube, um euch jetzt meine Probleme mitzuteilen, sondern um euch Gameplays zu zeigen und das gute Gameplays. Nur, ich will halt, dass ihr wisst, dass der Tag einfach nur schlecht war. Und das ist auch gar nicht mal so schlimm, denn ja, wenn jeder Tag perfekt wäre, dann wären die perfekten Tage gar nichts mehr Besonderes. Und das wäre noch viel schlimmer. Doch solche Tage müssen echt nicht sein. Also ich kann es ja verstehen, wenn nur eine Sache schief geht, aber wenn dann gleich so viel schief geht und man so viel Stress hat in dem Moment, psychisch am Ende ist, könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt. Und ich glaube, jeder von euch hatte mal solche Tage, wo es einfach nicht geklappt hat, so wie man es will. Und diese Tage gehen vorbei. Wenn man eine Nacht über geschlafen hat, geht es einem vielleicht am nächsten Tag besser. Doch, ich habe in diesem Gameplay Frustzocken betrieben. Also ich habe mich reingesetzt und ich habe nicht die Farmers genommen. Ich habe nicht irgendwie eine andere Waffe genommen. Also am Anfang habe ich doch mit der Farmers gespielt. Doch dann habe ich so Spaß 12 gewechselt, weil ich merke, dass die Farmers nichts gebracht hat. Und ihr braucht, also wenn ihr Frustzocken betreiben wollt, ich finde, das hilft sehr, also gegen den Kummer und den Stress, den man hat. Dann braucht ihr eine explosive Waffe. Sowas wie die Spaß 12 ist eigentlich perfekt. Diese Waffe ist einfach nur gut zum Auslasten. Und deswegen würde ich euch die empfehlen. Und rennt einfach rein. Vergiss das Campen, auch wenn ich hier zum Schluss, als ich Harry hatte, etwas defensiver gespielt habe, weil ich diese Atombombe bekommen wollte. Aber ihr habt ja gesehen, am Anfang bin ich einfach reingerusht und mich hat das gar nicht interessiert. Mit dem A230 werde ich auch nur explodieren. Und ich wäre jetzt eigentlich bei der Stimmung, die ich gerade habe, viel lauter, doch selbst bei der Stimmung muss ich doch um diese Uhrzeit etwas leise sein. Und morgen habe ich ja auch, es ist ja schon ziemlich spät, aber morgen habe ich ja erst zur fünften Stunde Schule. Zwei Stunden Schule, dann kann ich wieder nach Hause gehen. Das ist die einzige gute Nachricht, die ich heute bekommen habe. Und ja, hier wäre ich fast gestorben, hatte ich aber Glück. Und mit dem A230 werde ich gleich explodieren. Also wenn ihr so einen Tag habt, dann rastet einfach mit diesem mit der Spaß 12 aus, legt MW2 rein, in der MW3 könnt ihr sowas kaum machen. Und gibt Gas und guckt, was dabei rauskommt, scheißt irgendwie auf schlechte Spiele. Und es ist ja auch so, dass ich während dem Zocken dann auch sehr aggressiv war. Also ich bin ja auch irgendwie so einer, denn wenn ich aggressiv bin, habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Aber dazu komme ich vielleicht später. Vielleicht mache ich irgendein Video, wo ich euch dann mehr über mich erzähle. Hier bekomme ich dann die Atombombe, zünde sie sofort, denn ich wollte ihn ja so schnell ownen, wie es geht. Denn mich hat in dem Moment sowieso alles aufgeregt und angekotzt und der Tag ist sowieso gelaufen. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich auch nicht immer gute Laune habe, dass muss ja jetzt, kein Mensch hat immer gute Laune. Aber dagegen kann man ja nichts tun. Und ja, das Spiel ist vorbei. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin nicht immer so gelaunt. Liked das Video und schaut auf meinem Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal.